weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf dem Grünfelder Land. Ich bin mal schon auf dem Weg zur Feuerwehr, weil da sollen wir uns um 14 Uhr einfinden, beziehungsweise ist da um 14 Uhr ein Treffen. Ich kann nur überlegen, wie ich da am schnellsten hinkomme. Ich glaube, wenn ich hier über den Feldweg fahre. Anhänger hinten eigentlich noch dran? Ja. Den merkt man gar nicht, so leicht ist der. Es gibt ein paar Neuigkeiten, die wir verkünden müssen. Deshalb gibt es auch dieses Treffen jetzt erstmal. Und dann wird sie in den nächsten Tagen einiges tun hier im RP. Da gibt es einige Neuerungen, beziehungsweise einige Veränderungen eigentlich eher. Eigentlich wollte ich ja runter ein paar Paletten verladen. Ah, und ich hatte ja letzte Woche vom Marlon Neumann noch Geld überwiesen bekommen. Damit wir uns noch die Kartonproduktion kaufen können. Die dürfen wir nicht vergessen. Die werden wir uns heute, spätestens morgen noch eintragen lassen vom Jürgen. Da geht's ja schon rein. Bin ich überhaupt mit Anhänger rein? Ah, geht. Fährt ja nur so begrenzt rückwärts. So, ich lasse den jetzt einfach mal hier stehen, das wird schon passen. Hi. Hi. Hast du es auch geschafft? Moin. Ja, ich hab's auch geschafft, klar. Was denn du da mit dem Fendt, mit dem John Deere? Ja, was? Ich sag euch eins, wenn ihr mit dem Leon fahrt, ihr braucht Todesangst. Wie, was mach ich mit dem John Deere? Fahren. Ja, wieso ist der jetzt schwarz? Das ist der vom Jürgen. Ah, okay. Ah, guck mal, Albert kommt auch schon. Ja, Lukas, wenn du mir übers Auto springst. Und ich glaube, da kommt mein John Deere. Nö, gar nicht. Aber du fährst nur die Seiten von den Menschen an. Die ja, Menschen. Okay, ja, wenn die mir einfach da reinlaufen, kann ich doch nichts für. Ja, die doch, sehen nur, dass ich da fahre. Herr Warunner, ist das Ihr Traktor so ein ganz groß? Meiner kommt da drüben gerade. Moment, ich fahr mal gerade. Also, bis auf die Lackierung sind. Ist auch derselbe Traktor, ne? Der Frontlader sieht nicht so gesund aus.
Das war ungeschickt. Wie war das? Du leitest die Fahrschule? Alter, hat hier jemand seine Dauer hochgehoben? Also, ne, Jürgen ist anscheinend auf der Hupe eingepennt. Harry, wir hätten im Tausender fahren müssen. Ja. Ja, Arroganz. Harry, fahr mir das nächste Mal bitte nicht hin drauf. Ich weiß ja nicht, ob die Drehleiter so gesund. Ach nee, die steht so. Ich weiß nicht, was du meinst. Das du weißt genau, hier. Was ich meine, glaube ich. Gut. Danke. Wo ist denn? Den suchen sie? Den Neumann. Den Neumann, der da Boy, ist. Hier. Der hinter ihm. Hä, wo? Hinter ihm. Stimmt, ich habe nach einem grünen Hemd Ausschau gehalten. Aber sie rennen ja immer mit Rot um. Moment, wo ist er denn? So. Hallo! Hi. Servus. Moin. Sieht ja schön aus hier. Ach, warten Sie mal. Der Gemeinderat darf gerade mal hier auf den Adurante kommen. Hm? Ist doch perfekt, ja. Dass ich den mitgebracht habe, oder? Ja. Das haben Sie doch nicht. Habe ich ja fast mal was gedacht. Aber nur fast. Ja, das war aus Versehen. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. So, liebe Gemeinde. Sag doch einfach, es war Absicht. Herzlich willkommen zur schon lang erwarteten Gemeinderats. Einfach mal wieder zu einem Festchen. Ja, wir sollen ja auch mal ein bisschen Gemütlichkeit hier im Lande haben. Wir haben aber allerdings auch noch, Herr Neumann, 2, 3, 4 verschiedene Bekanntmachungen zu tun. Glaube ich. Ja, bestimmt. Gut, wir fangen mit 2 Bekanntmachungen an. Achso, ja. Nummer 1. Der Händler wird neu ausgeschrieben. Unser aktueller Händler oder unser ehemaliger Händler hat sich irgendwie aus dem Staub gemacht. Der ist nicht mehr im Lande und deshalb sucht der Landhändler, also der für die Fahrzeuge und Anbaugeräte, einen neuen Eigentümer. Da dürfen Sie nachher, Herr Neumann, zu Ihnen? Ja, zu mir. Sich beim Herrn Neumann melden. Des Weiteren suchen wir auch außerhalb der Gemeinde hier noch Polizisten. Das heißt, wenn Sie da Interesse haben, dann melden Sie sich bitte gerne auch über die Kommentarfunktion, das heißt unten drunter. Und ja, wir suchen Polizisten für die Grünfelder Land, für unser RP. Bitte einfach anschreiben, melden. So, was haben wir noch für eine Verkündung? Weißt du eigentlich noch, was wir beim Gemeinderat besprochen haben? Herr Schneider ist nicht da, gell? Der war doch auch dabei. Bio-Zertifikat hat man noch besprochen. Wenn Ihr Hof ein Bio-Zertifikat möchte, dürfen Sie mit keinerlei Kunstdünger in Verbindung kommen. Und auch nicht mit Flüssigdünger und auch nicht mit Pflanzenschutz. Dürfen Sie alles nur ohne ohne Chemikalien alles machen. Das heißt, wenn der Herr Hofer zum Beispiel Bio-Kühe haben möchte, darf er natürlich kein Gras verfüttern, das gespritzt wurde. Oder so weiter oder so fort. Herr Raysex, ja. Bleiben Sie mal da. Laufen Sie nicht immer weg. Bewegungsdrang. Ja. So, was haben wir denn noch? Das mit den Krediten? Oder ja, war das schon vorher? Dürfen Sie gerade mal verkünden? Nee, offiziell ist es noch nicht. Ab sofort gibt es nicht mehr 10%, sondern 20% auf den Gesamtwert. Ihres Hofes? Ja. Und, gut, oder? Oh, also es ist ein größerer Kreditrahmen eingeräumt worden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation, sodass die Unternehmen auch natürlich besser überleben können. Genau. So. Es wird in naher Zukunft wird es noch eine Veränderung geben. Und zwar werden die Tankstellen in Feldkirchen und Grünsdorf. Werden verstaatlicht. Das heißt, die werden dann von einem staatlichen Betreiber aus befüllt werden und ja, so wird es kommen.
Och nee. Und das wird diese produzieren. Aber ja. Und es gibt in naher Zukunft auch ein Wasserwerk. Genau. Da, das wird genauso unter staatlicher Aufsicht gestellt. Und dann werden die Wassertürme hier in der Umgebung eben zu befüllen sein von der staatlichen Aufsicht. So, so viel dazu. Ja, dann könnten wir eigentlich zum festlichen Teil übergehen, oder? Oder gab's noch was? Also ich hab nichts mehr. Händler, Polizei. Ich habe hinter Leon vorhin noch ordentlich Bier gekauft und andere Getränke und Leckereien. Ne, das ist schon mal gut. Gut, dann wünschen wir noch einen angenehmen Nachmittag und lassen Sie sich schmecken und achten Sie darauf, auch wenn heute keine Polizei da ist, trinken Sie nicht ganz so viel. Schönen Nachmittag wünsche ich. Ist auch ordentlich. Saufen! Ach, geht es? Wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Ja, genau. Wo ist die Seuche? Hier gibt's Bier. Wo? Ah! Und anschließend machen wir eine Relle, wenn das Bier alle ist. Fünf Bier! Ja, nimm sie gerade auf. Oh, geil. Ein Kasten, ey. Geil. Danke. Geil. Wo ist denn das Bier? Das Bier ist weg. Hier beim Audi. Wer noch die Feuerwehr anschauen will, kann gerne. Boah, geil, die sind ja sogar offen. Herr Neumann, Sie machen eine Führung. Ja, genau. Dann, hier kommen nur rein, wenn das Bier alle ist. Dann, ich würde mitkommen. Ey, du musst die Dinger anmachen. Zu ja, dann können auch dabei. Mit. Zur Führung 1 nach unten. Ah, immer diese Kinder. Wer sitzt denn da im Notarzt? Ist das einer von Ihnen? Lukas Müller ist das. Okay. Also, fangen Sie an mit der Führung. Der Herr Hofer wollte doch nicht mehr. Also. Eieiei, immer. Ganz schön groß hier, muss ich sagen. Ich war einmal hier. Ich war einmal hier zu einer Polizeibefragung, glaube ich. Aber ganz schön groß, muss man schon sagen. Ja, also wir haben hier richtig viel Geld reingesteckt, ne, als Gemeinderat. Ja, können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja. So, ich würde die Führung gerne mitmachen. Cool. Das ist so gut, dann also sind wir wenigstens nicht mehr alleine. Wie viele Stellplätze haben Sie hier? Also hier alleine 7. Und vorne sind auch noch 2, hier vorne dran. Ah, und da hinten ist noch 3 Werkstätte. 10, 12, 12 Plätze. Insgesamt. Das ist ordentlich. Damit kann man was erreichen. Okay, und hier haben Sie Übersicht über... Das ist die Brandschutzanlage. Ah, ja, die kenne ich. Ah, ja, okay. Gut. Kommen Sie mal mit. Von welchen Hersteller haben Sie Ihre Fahrzeuge eigentlich? Rosenbauer oder? Schlingmann und Ziegler und Audi. Okay. Und Mercedes. Glaube ich. Ah. Nee, MAN, Entschuldigung. Dann fangen wir mal hier unten an. Also hier unten ist zum Beispiel, hier ist ein kleiner Besprechungsraum, Essraum für die Feuerwehrleute. Ja, ja. Bei der Feuerwehr wird auch immer der Kaffee kalt. Ja, das ist leider so. Da stehen auch noch ein paar Erasco-Dosen rum. Ja. Aus der hauseigenen Produktion hier bald. Ja, die Örtlichkeiten Toiletten. Hier müssen wir jetzt nicht begutachten, glaube ich. Da kann man sowieso nicht rein. Nee, da ist Betreten verboten. Hier also ist noch ein Büro. Das sieht ja ganz ordentlich aus. Und die anderen beiden Räume sind auch noch Büro. Okay. Boah, diese Sirene. Oh nee, warum haben wir heute keine Polizei da? Ich habe RaceX gesehen mit einem RTW.
Naja. Dann lassen wir ihm heute halt mal die Narrenfreiheit. Und vor allen Dingen mit Türen offen. Er wollte Frischluft haben. Vielleicht hat er reingespuckt. Vielleicht hat er auch das Schloss von der Tür kaputt gemacht. Wir sind nochmal. Herr König. Ja. Wie sieht's denn? War Ihr Gespräch erfolgreich? Er meinte, dass ich den Hof komplett übernehmen könnte, liege daran, ob er den Händlerposten kriegt. Ja. Ah, und okay, ansonsten hat er mir angeboten, den Hof zusammenzuführen. Ah, okay. Ja, da muss er sich dann an den Herrn Neumann wenden. Ich kann drüber reden wegen dem Kredit, weil 20% würden bei Ihnen nicht ausreichen. Zumal ich momentan keinen eigenen Hof habe. Achso, okay. Das wäre gleich null. Hier noch mehr Besprechungsräume. Okay. Eigentlich so ziemlich das gleiche. Zeigen Sie uns doch mal die. Wo ist denn die Kommandozentrale? Ganz oben. Die würde mich noch interessieren. Oh, diese Ruhe! Ich kann nur wetten, die hält nicht lange an. Hier sind noch links und rechts Schlafplätze und hier ist die die Einsatzzentrale. Hier kommen die ganzen Anrufe rein. Und ziemlich leer. Okay. Ja, das Problem ist, wir haben nicht so viel Besatzung, deswegen haben wir meistens selber den mit. Dann haben wir einen Melder mit, der von hier das zu uns schickt. Wie? Achso, fahren Sie vom LU hier hoch und dann ab in die Fahrzeuge. Ja, da muss noch was geändert werden, weil wir haben ja noch zwei kleine Feuerwehren in Baum. Ja. Nee, Baum steht nicht. In Grünstedt. Und Feldkirchen und Grünstedt. Ja, das hat man beschlossen im Gemeinderat, dass die zwei auch besetzt werden sollten, damit wir dort eben kürzere Einsatzzeiten fahren können. Oder dass die Feuerwehr dort kürzere Einsatzzeiten hat. Fahren halt haben. Gut. Okay. Schick. Die Polizei will man nicht sehen, die sind abschauen. Ja, sind ja sowieso nicht da. Ja. Also wie was gesagt, ist eigentlich mit dem Polizisten passiert? Besoffen, erwischt worden oder was? Der eine hat sich aus dem Staub gemacht, der hat den Beruf gewechselt. Und der andere scheint andere Aktivitäten zu keine Ahnung. Nervt mich. Wollen noch was zu den Fahrzeugen sagen? Nee, bei mir gerade nicht. Gut. Mich würde die Drehleiter interessieren. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hier mitzuspielen als Feuerwehr. Nein, als Polizei. Dann gerne bewerben, an Malonation wenden oder unten einfach in die Kommentare. Und dann werde ich euch auch sagen, wo ihr euch eben nochmal konkreter bewerben könnt. Gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.